herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das gerne machen könnt, damit ihr nicht die nächsten Videos verpasst. Gut, heute sprechen wir mal über die Stromversorgung im Notfall hier in Oklahoma. Also bei uns hier läuft alles über Oberleitungen ab. Das heißt also die gesamte Stadt hier, zumindest im älteren Teil, dieses Viertel hier wurde 1976 gebaut, also ist alles mit Oberleitungen strommäßig versorgt. Und durch die Wetterverhältnisse hier in Oklahoma etwas extrem, mit Tornados, Gewittern, Erdbeben, was haben wir denn noch, Eisregen, Schneefall und so weiter. Extrem heiß, extrem kalt, also bis zu plus 40 Grad, minus 10, 15 Grad, alles mit dabei. Deswegen haben wir uns letztes Jahr dann entschlossen, einen Generator zu kaufen, weil die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre oder so, wenn dann eben mal die Leitungen runtergekommen sind, dann waren wir im Dunkeln gehockt, die Heizung ist nicht mehr gegangen, da haben wir nur noch den Kamin gehabt und dann, das kann also bis zu einer Woche dauern. Wir haben Gott sei Dank noch nicht so lange warten müssen, das längste, wo wir gewartet haben, waren nur 2 Tage, aber Schwiegereltern, letztes Jahr 7 Tage ohne Strom ist natürlich kein Spaß. Deswegen darf ich vorstellen, den Predator 2000 Inverter. So, heute halten wir uns mal kurz. Wir waren alle wenn krank gewesen, haben eine Grippe gehabt, Stirnhöhlen, Probleme. Also die letzten 2, 3, 4 Tage waren schon nicht angenehm, aber da muss man durch. Den Philips, sein Schild ist auch noch in Bearbeitung. Das werden wir dann morgen weitermachen. Das kommt dann ins nächste Video. Dann erst einmal, please hold on that. Ja. Und lasst euch immer noch zeigen, was ich heute gefunden habe. Und zwar habe ich ein Schild gefunden in einem meiner Kartons. Aus das aus München, aus dem Süden, unten im Grünwald, ist ja die Bavaria Filmstadt. Ne? Da habe ich mich das damals mal gekauft. Ende der 90er müsste das gewesen sein. Da war ich mal da unten gewesen, bei Gottschalks Hausparty auf Sat.1 war das gewesen. Damals, so 97, 98. Und da habe ich mir im Souvenirshop, ne, habe ich mir dann diese Klappe hier mitgenommen. Diese Klappe habe ich das letzte Mal in meiner Mietwohnung in Altenkunstadt aufgestellt gehabt. Die war bei mir im Wohnzimmer gestanden und seither ist die also nur in den Kartons hier verweilt. Habe ich also heute wieder gefunden, habe ich gedacht, ach ja, tun wir mal hier in den Media-Bereich, passt es natürlich wunderbar. Ne? So, gut, jetzt machen wir Feierabend.